Hallo. Servus. Heute bauen wir eine Lounge quasi zum Hängelounge. Aufhängen. Wir bauen also einen Metallrahmen, eine Holzplatte unten und darum bauen wir wie so einen großen Tropfen, das ist alles aus Stahl und das hängen wir dann am Ende auf. Und dann kann man da quasi mit mehreren Leuten sitzen. Das heißt, wir werden heute viel schweißen, viel Geil. flexen und Finn kommt wieder ein paar Minuten zu spät. Das ist die Bodenplatte und jetzt haben wir mehrere von diesen Ringen in verschiedenen Radien quasi, die wir jetzt dann, sage ich mal so, in 50 cm Abständen oder irgendwas machen. Der nächste wird ein bisschen größer und dann wieder Genau, und kleiner. so können wir dann entscheiden, wie wir es wollen. Geil. Außen kommt dann so Flachstahl rum, der das Ganze verbindet, wie so ein fettes Nest dann oder so. Ah, Geil. da ist er ja. Ah, Finn kommt. Moin. Moin. Na? Hä? Komm. Wir haben schon mal angefangen. Oh, nicht schlecht. Heute ist Lars mit dabei. Okay, Mini-Klima. Geil, das war richtig geil, ey. Sauber. So, ey, wie schnell hast du bitte Autofahren gelernt? Na, kann ich schon fast meinen Führerschein jetzt machen. Ja, oh, Scheiße. Wir händigen dir einen für den Hof aus. Hallo, ich bin Lars, 12 Jahre alt. Was ich gerne in der Freizeit mache, sind BMX fahren, Quad fahren und halt einfach irgendeinen Blödsinn zusammenbauen. Ich hatte Finn mal Projekte vorgeschlagen und dann war Finn mal bei einem Vorlesewettbewerb in meiner Schule. Ja, da sind wir halt dann ins Gespräch gekommen. Ich möchte gerne nur Nachfolger von Finn werden. Also bis jetzt bist du 110% ich. Ah. Die bessere Version von mir. Ein bisschen hübscher. Und pünktlicher. Und pünktlicher. Du wärst um 12 hier. Dann biegen wir mal ein, wa? Pass auf. Ja, ich glaube, das passt jetzt. Und den hier raus und dann den? Ja. Lars, Alter! Der Typ ist eine Maschine, ey! Hast gesehen, ey? Du bist richtig zu was zu gebrauchen. Oh Mann, ey, diese Biegerei, du. Du machst doch gar nichts. Ja, wir sind aber, wir haben eine Symbiose. Wenn er leidet, leide ich und andersrum. Ah, mein Arm. Ja, super. Ja, dann mach dir noch einen, ne? Wirklich? Oh, nö. Erst die Arbeit, Lasi, und dann das Vergnügen. 1,10. 3 mal 1,25, nochmal 1,10. Wenn man sitzen kann, sollte man sitzen. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Hackengas. Komm, pump, Junge, pump! Komm runter! 5, 4, 3, 2, 1 und 0! Das ist schon was. Das ist was, ne? Das ist was. Ja, da legt man so schräg rauf. Schweiße? Ja. Was war das größte Projekt, was du bis jetzt gebaut hast, Lars? In einem Baum habe ich mit meinem Papa zusammen so eine Plattform reingebaut. So was wie das hier? Ja, so, naja, aus Holz halt. Ja. Ich baue auch Hundehütten. Hatte ich mal bei eBay drin, hat aber nicht funktioniert. Ich mache die eigentlich so auf Maßanfertigung. Aha, man kann bei dir eine bestellen. Ja. Okay, hier in der Beschreibung findet ihr den Link zu Lars Hundehütten. Könnt ihr einfach ordern. Sagt, welche ihr haben wollt. Kann man Größe, Farbe, alles so? Ja. Cool. Man kann auch sagen, ob man eine Solaranlage drauf haben will. Geht auch. Was kostet das dann mit Solaranlage? Je nachdem, wo ich das her bekomme. Ich finde die Optik von dem Ding so scheiße eigentlich. Dieser Ring hätte auch noch nach außen gemusst und dann hätten wir den da oben wieder reingemacht und dann eine kleiner. Weil das sieht halt nicht so aus, sondern das sieht so aus. Ja. Wie viel Kubik hat eigentlich dein Quad? Ich glaube, es ist 400. Meins hat nur 125. So ein Quad? Ja. Wirklich? Ja. Hast du andere coole Sachen auch? Weidemann. Du hast einen Weidemann? Ja. Ey, du hast mit 12 alles, wovon ich mein ganzes Leben geträumt habe. Ach so, ja, dann habe ich noch einen eigenen Aufsitz mehr. Guck mal, Brian, der hat jetzt schon, was du hast. Der hat einen eigenen Aufsitz mehr. Bietest du das in der Nachbarschaft an? Da kannst du richtig ja, cool mitmachen. Ach so, ne? Ja, ich wollte ein Plakat mitbringen. Ich wollte nämlich fragen, ob ich das ins Café hängen kann. Was? Ich habe nämlich mit einem Kumpel zusammen, haben wir so ein Lohnunternehmen sozusagen gegründet. Und dann mähen wir nämlich bei anderen Rasen. Das ist mein Junge, das habe ich auch gemacht mit 12. Echt? Ja. Habt ihr einen Namen? Ja, Greenspeedy. Wie bitte? Greenspeedy. Greenspeedy. Ja. Eigentlich ist das hier eine große Lars-Verkaufsshow. Das ist ein CBD-Laden, oder? Greenspeedy. Lars, willst du auch mal schweißen? Okay. Sag mal. Alter, geiler als du, ey. Voll das dicke Ding.
Bohrennaht. Soll ich da jetzt die ganze Scheiße alleine machen? Naja, also du hattest das ja unter Kontrolle, sah so aus. Ist es denn fertig? Ja. Ja, ist doch gut. Mir ist leider mein Frühstücksbrettchen zerbrochen, deswegen komme ich gleich. Also ich brauche mal eine Pause. Wollen wir irgendwas anderes machen? Okay. So, hier, weiter geht's. Ach, an der BMX-Bahn bin ich auch schon mal Bagger gefahren. Guck. Jawohl, Alter. Jawohl, Alter! Lars, du hast es voll drauf. Jawohl, ey. Guck es dir an, ey. Super. Ich meine, wir haben hier auch einen außerordentlich talentierten Typen, ne? Aber am Ende des Tages muss man wirklich sagen, lass die Leute machen, ey. Die checken das schon von alleine. Mir hat immer keiner vertraut früher. Haben immer alle so Angst gehabt und schieben dich da rum und versuchen dir irgendeinen Scheiß zu erklären und lassen dich nicht so richtig, tun immer nur so. Erwachsene tun immer nur so. Aber man muss da wirklich einfach mal vertrauen. Hier ist so ein Teil, ein bisschen aufpassen, dass die da nicht ins Wasser fallen. Das war's. Den Rest machen die schon schön alleine. Warte! Ist drauf? Oh, guck hier, pass auf. Das ist die Bremse links. Das? Ja. Und das hier ist Gashahn rechts. Ja. Ja. Nicht so viel, auf einmal ganz langsam mal locker losfahren. Ja. So, wir haben jetzt genug Spaß, jetzt wird hier richtig durchgeballert. Jetzt ist mal kurz Action. Ja, ja, wir haben jetzt hier, ich sag ja immer erst das Vergnügen. Weil ich Roller fahren? Weil ich Bagger fahren? Alles sehr. Ich mach. Jetzt ist mal im Druck. Wir haben nämlich einen neuen Mitarbeiter. Waldo. Einen knackigen Satz muss ich vorzustellen. Fickt euch. Passt gut. Das ist super, passt schon. Der Plan ist jetzt wie folgt. Wir brauchen erstmal Stabilität in der Scheißbude. Und das Ding ist viel zu hoch geworden. Wir kappen den ganzen Rahmen jetzt hier ab, setzen den Ring ein bisschen niedriger. So eine Aufnahmeleitung, die immer so in den Taskcams riecht, nachdem er die zählt. Bin gleich wieder da, sicher den kurz. Also, ab, zweiten Ring rein. Und dann gehen wir nachher nochmal mit Verbindungsstücken an den Seiten hoch und machen einen großen Ständer in der Mitte. Genau, mit dem Haken. Brian hat schon einen Haken dran geschweißt. Und was für eine Naht? Bestimmt nicht so gut wie meine. Und dann gucken wir mal. Warum hast du denn eigentlich einen Rucksack an, Brian? Ich muss gleich zur Nachhilfe. In welchem Fach? Latein.1A. Alter! Das ist ein Auge, wa? Du? Könnt ihr Hula Hoop? Nee. Ja, wenn du das schaffst, ne? Tut das weh? Ja. Kann ich es auch probieren? Alter! Oh, Alter. Aha! Oh. Weil es so eckig ist, ja? Au! Stell, komm du auch! Ich kann das sowieso schon nicht. Was suchst du, ey? Das ist voll viel einfacher als normale Hula-Hoop. Ja, aber es tut doch echt viel mehr weh. Also eben war der ja unten drunter, aber er war auch links. Ne, ja, passt, Finn. Der passt. Ganz klar, das passt. Das ist ja falsch. Was hast du denn da gemacht? Ja, das ist völlig verkehrt. Oh. Halt fest, Mann! Ja, ich kann es nicht! Halt fest, Joel, ey! Diese scheiß Pumpenscheiße hier, ey. Irgendwie biegen wir jetzt zum sechsten Mal diesen Kackhaufen hier. Was ist denn jetzt passiert? Du steigst einfach auf meinen Rücken. Wollen wir es nicht andersrum machen? Warte, steigst du denn auf, ey? Ja. Du musst in einem Schwung rauf. Und zwar einfach so rauflegen oben. Rauflegen? Ja, warte. Warte. Hast du gerade ziehen lassen, Bro? Nein! Hey, pass auf! Wenn ein paar Leute hier drauf springen, eben. Einfach hinten drauf. Jawohl! Und biegen, jawohl, dann alle wieder runter! Ja. Das haben wir. Oh! Jawohl. Das hat sich angehört wie so ein Hund. Den Hund, ja, das ist bei Joel immer so. Oh! Au, au!
So, das wird der Top-Haken, an dem unser ganzes Konstrukt nachher hängt. Ich könnte es zwar besser als Brian, aber ich möchte die Verantwortung nicht tragen. Ihr wisst alle, warum ich den Helm jetzt aufhab, Leute. Ihr wisst es. Also. Hoch! Noch weiter? Geh doch aber. Noch drei. Wir kippen den Stopp. So. Stopp! So, jetzt müssen wir den eigentlich nach da ziehen, ne? Ja. Ich halte das hoch an der Mist, dann Flacheisen und fertig. Wollen wir den Scheiß da mal reinschieben? Ja, ich kriege hier auch, das geht nicht mit Wind und allem. Also, ganz kurz mal eben, Jungs, ne? Das sieht richtig geil aus. Ja. Wir machen jetzt hier Deko-Elemente rein. Und zwar wabenförmig. Die laufen jetzt immer so, so und so und so und so. Und das machen wir jetzt an allen Seiten einmal hoch und runter. Dann kann man auch nicht mehr rausfallen. Also einen Schulfreitag brauchst du noch. Okay. Du, sonst kommen wir rum und lösen den Rauchmelder aus. Also, Querstreben rein, lacken, dann sehen wir uns nochmal wieder und machen ein bisschen Holz rein, hängen das Ding auf. Aber beim schönen Wetter. Ja, auf jeden Fall. Wenn es schönes Wetter ist. Kannst du mal ganz kurz einen Übergang machen? Was? Ich empfehle deinen Schuh. Ja. Einfach schmeißen, ne? Nee. Doch. Okay. Ich habe Angst, dass ich die Lippen. Hey, mach einfach. Keine Angst, alles gut. Er taucht ab. So, neuer Tag, neues Glück. Heute kommt da der Boden rein, dann irgendwie ein paar Polster und dann hängen wir das ganze Teil im Baum. Das ganze Ding steht schräg nach hinten, ja. Also wir brauchen hier vorne ein bisschen Gegengewicht, damit wir so kommen, damit es immer schön gerade ist. Da muss jetzt irgendwie Metall runter oder so. Wir sind eine coole Gang, wir drei. Guck mal, er ist auch mal dabei. Ich habe vorhin schon gesehen, dass Jeppy dich mit mir verwechselt hat, wie es mir jetzt auch schon die ganze Zeit passiert. Und dann ist er dir hinterhergelaufen. Hier, guck mal. Glaubst du, das reicht? Glaube ich. Doch schwerer, ne? Oh, nee. So gerade, so. Nee. Komm, Lars, komm. Da hat man keine Power. Doch, guck hier, wenn man ich zeig voll dir. Ausgestreckt ich zeig dir. Hat. Ah! So, jetzt du. Ja. Jetzt du mal das Schicksal mal hin. Eins, zwei, drei. Nein! Ja, bin ich stärker. Also mal ganz kurzer Test, ob du überhaupt ein würdiger Nachfolger bist. Ganz kurz, Augen zu. Augen auf. Geil. Richtig. Lass das bitte nicht auf den Fuß fallen, bitte nicht. Sonst hast du einen schwarzen Nagel und ich kriege Ärger von deiner Mutter. Ich sag dir, mein Stück reicht. Perfekto, Erfahrung. Look, look. Mach mal da noch drauf. Hat sich nicht wirklich was verändert. Doch, ist glaube ich noch besser. Okay, pass auf. Ich halte das irgendwie fest und du musst das irgendwie punkten. Warte, der Helm sitzt nicht. Lars, keine Zeit jetzt mehr. Lars! Ich kann nicht mehr. Das konntest du doch gerade eben auch noch mal. Was machst du denn jetzt? Warum machst du denn jetzt nichts? Hey, wieso machst du nichts? Lars! Oh, ja, Gott. Warte. Ja, wie warte? Jetzt muss ich, dann mache ich selber hier. Jetzt muss das hier sauber nochmal zu Ende verschweißt werden. Könntest du einmal kurz für mich noch ein bisschen mitfilmen? Ist das für deinen eigenen Vlog oder was? Ja. Guck mal, er hat jetzt stechende Schweißen gelernt. Jetzt geht's hier schon richtig ab. Hier, guck mal da die Naht ein. Lecco mio, ey! Digga! Zornige Naht, ey. Alter, wie geil! Was zur Hölle? Alter! Geil, okay, guck mal, das hätten wir. Also hier perfekt in der Waage, hier guck mal. Ist es? Ja. Gut, dann können wir jetzt wieder rüberfahren und unser Holz draufschrauben. Hast du das gesehen? Ich hab eingefädelt, ey. Der war raus, ey. Ich bin so ein krasser Baggerfahrer, ey. Also es fühlt sich dann an, als wenn ich so sagen mal so mit der, wie eine Zange auf dem Schulplatz, aber sag ich mal, ich so 30 Meter lang, ne? Und dann sammelst du da hinten schön das Bifi-Papier auf und packst weg, ne? Aber eigentlich ist es ja zu weit weg, aber du schaffst es trotzdem. Und das ist es, was ich halt gerade hatte. Ich mach dich trotzdem im Luftgewehr-Battle weg. Was? Niemals, ich bin der beste Schütze, den es gibt. Aber was hat denn das damit zu tun?
Genauigkeit. Geil, oh, da habe ich so Bock drauf. Das ist ein einfaches Ding. Wir machen schön 10 Disziplinen, 5 oder 10 Disziplinen. Schreib alles auf, was wir gegenseitig abschießen können. Und dann kannst du da, du wirst so geil verlieren, du wirst dich so ärgern. Die Wind kam da, du hast geruckelt und so. Und genau diese, diese Tonspur werde ich über dich, über deinen Niedergang legen. Moin. Hallo. Hallo ihr alle. Alle im T-Shirt, die haben nachher alle schöne rote Arme. Heute hier ist nämlich Schweißkurs, das sind unsere Kontrahenten, sagen wir mal. Die wollen hier das Schweißen lernen, machen hier eine Feuerschale. Steffen und Dennis geben den Kurs heute. Ihr könnt auf klimans.de euch alle Kurse angucken. Da gibt es sowas ab jetzt regelmäßig. Alle im T-Shirt, keiner hat einen Pullover mit, die werden nachher stehen. Ja, das können wir nicht zulassen. Ja, die werden ja wohl ein Jäckchen kriegen oder was? Das wird Steffen schon machen, ne? Also wir bei uns wird Sicherheit nämlich groß geschrieben. Oh, Alter! Mit großem S. Also jetzt gehen wir einmal im Rondell. Ich leg den hier ab, da ab, zapp, 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 ne? Und dann ja, halt auf Gehrung. Hey, das wird richtig geil. Ich seh's jetzt schon. Das könnte mein Meisterstück werden. Ach, lauter doch keinen Scheiß. Nur das Brett. Nur dieses eine, dieser Winkel eigentlich nur. Scheiße. Ja, ja, du sag mal. Geil. Kannst du mal einen Hammer holen und hier mal draufhauen? Ja. Darf ich mal? Haben wir Gaffer? Ist kaputt gemacht? Ja, Lars ist der Hammer abgebrochen, aber ist ja egal. Zeit seine Mutter. Guck mal hier, ihr ganzen Neider, ihr Hater, ihr Hater, ihr Laber-Hater, ey. Da. So. Aus dem Bauch nämlich mache ich das nämlich immer. Deswegen nennt man mich Gerung Schröder, wo ich herkomme. Du musst sie auch noch festschrauben finden, ne? Ja. Was macht Lars? Nee, Bohren ist absolut scheiße. Ja, finde ich auch, aber einer von uns beiden muss es machen. Schnick, schnack, schnuck. 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 Ja! Yeah! Loser! Ah! Oh! Hast du es mir gar nicht geglaubt? Er hat sich gefreut. Er hat sich gefreut. Hier, Kleiner, kannst du hier einmal bitte reinschrauben oder was? Was? Das ist mein Team. Schweinebaumel und die zwei pfeifen dahinter. Schweinebaumel? Ja, so nennt man das. Ich darf nicht lachen, sonst falle ich hier gleich runter. Jawohl. Sei froh, dass das nicht Dennis' Werkzeug ist. Gib mir den richtigen Hammer, dann arbeite ich hier auch anders. Den habt ihr schon kaputt gemacht. Ja. Wie findest du denn das, sieht das bis jetzt aus? Geil, vor allem der Fußboden. Da wollen wir in die Mitte noch einen kleinen Tisch tun. Ja, das wäre eigentlich geil, weil dann könnte man da einfach zum Beispiel sein Handy oder Buch oder so drauflegen. Sein Buch. Hast du ein Buch? Ja, nee. Ja. Doch, das, dein... Mein Buch hast du? Ja. Das ist dein einziges Buch, das du hast? Die anderen sind alle in Kartons. Der Junge ist verloren. Wollt ihr nicht ein Äußeres da vorher abschrauben? Willst du es echt durch alle drei durchsägen? Oder, also... So, guck mal, jetzt müssen wir das alles über Kopf machen, den Scheiß. Ja, es musste sein. Wer hier? Lars hat das alles nicht durchdacht mit dem Loch. Noch nicht? Sieht aus, als wärst du über dein Werkstück in der Tischlereiprüfung gefahren. Ey, ich schwöre, das war Meister, ich mach das wieder. Das war so glatt, ich schwöre, es ist das Beste. Man muss es auch positiv sehen, jetzt habe ich 5 Frühstücksbrettchen. Kannst du mal aufhören, so ein Krach. Ja, es ist unglaublich laut. Las Vegas, einmal jetzt hier über Kopf. Lars, hier, komm hier hinten jetzt, komm!
Hier hinten, da, komm, wo mein Daumen ist. Aber nicht mal, das ist mein Finger, Mann. Hier runter, hier runter. Ja. Er hat ihn in meinen Finger gesteckt. Ja, kurz, als Spaß. Sag was. Ja, ich kann jetzt nichts sagen. Er muss die Scheiße jetzt rein. Lass sie durch, Digga. Okay, jetzt noch einen halben und dann ist gut. Was? Ja, mess ihr das mal ab. Ich hol schon mal die Schiene für die Kreissäge, ne? Brian, nee, du machst das. Ich häng das Teil schon mal an. Oh, darf ich? Ja. So richtig genervt. Ja, Finn will halt auch gerne. Nein, du kannst das schon machen. Ist gut. Komm mal her, komm mal her. Finn. Mach du. Mach du. Nein, du. Nee, mach du. Ja. Oh, jawohl. Pass auf. Oh, Finn. Soll ich den mal eben einhängen? Willst du hochklettern? Jo. Perfekte Höhe. Hä? Digga, wie geil ist das, wa? Mit Shisha, jo. Prost, Leute. Auf ein hervorragendes Projekt. Lars, danke für deine Hilfe. Bock gemacht. Danke, Lars. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu Lars' Videos. Die könnt ihr jetzt mal reingucken. Und schreibt auch gerne, ob ihr mehr von Mini-Kliman sehen wollt. Bis zum nächsten Video.